Hallo zusammen, im heutigen Video zeige ich euch mal den Reverse Convertible, ob sich da wirklich ein Kauf lohnt. Der Reverse Convertible ist wahrscheinlich für alle Schweizer Investoren das allerwichtigste, allerschönste Anlageprodukt. Aber ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele Leute das kaufen und ob wirklich auch der Investor genau weiss, um was es da handelt und welche Risiken und Funktionen so ein Reverse Convertible überhaupt hat. Mein Name ist Marc von Trading on the Edges und ich wünsche euch viel Spaß für das kurze Video. Gehen wir gerne mal zuerst in die Definition vom Reverse Convertible. Also man sagt im Deutschen auch Aktienanleihe, ist ein strukturiertes Finanzprodukt und enthält eben das Derivat. Als Basis ist sicher eine Put-Option dahinter. Natürlich jetzt ist das in der Zwischenzeit ist das noch viel ausgebaut worden. Also es sind mehrere Optionen darin in dem Konstrukt. Aber die Basis ist klar, dass ein Verkauf von einer Put-Option dahinter steckt, weil irgendwo muss ja der Zins generiert werden. Es ist ein ganz klares Marketingprodukt von den Finanzinstituten. Ich würde jetzt meinen, der Vorreiter ist der Vontobel, ZKB und auch Leonteq. Aber wenn wir heute mal schauen, wer alles dabei ist als Emittent, ob es jetzt ein Basler KB ist, ein Luzerner KB, dann natürlich die Raiffeisenbank, dann die grossen Banken UBS, CS. Es ist wirklich ein riesen, wie soll man sagen, Dschungel von Emittenten, weil das sehr ein lukratives Geschäft ist. Also all die Emittenten, wo die Reverse Convertible rausbringen, sei es jetzt nun über Börse oder einfach als OTC-Transaktion, das ist einfach ganz, ich darf gar nicht sagen, wie viel Kommission das die können einsacken können, das ist also enorm. Und ich glaube, da ist sicher ein riesiger Ertrag seitens Banken vorhanden. Wie wir schon gesagt haben, in der Definition, eine Art Termsheet ist einfach, dass man immer auf südwärts tendierende oder leicht steigende Märkte erwartet. Ich kann auch da sagen, die letzten 10 Jahre sind die Reverse Convertible immer recht gut gelaufen. Letztes Jahr mit dem Covid ist klar, dass jetzt also sehr viel Reverse Convertible ausgeübt worden sind. Das merkt man vielleicht jetzt noch, wenn nämlich so ein Jahr später noch irgendjemand einen Dufri-Titel überkommt. Weil eben nochmal, wenn der Basiswert die Barriere berührt oder unterschreitet, ja, dann hast du die Aktie einfach quasi mal reserviert, dass du die überkommst und dann eben beim Endverfall wird dann die angedient. Das ist eine Art, ja, die ganze Definition dahinter. Der erste Punkt ist Preisgestaltung. Wer sagt mir jetzt zum Beispiel, dass der Preis von 5% auf irgendein Reverse Convertible richtig ist? Oder ist er 6% oder ist er 7%? Und maßgebend ist eine Art die Volatilität dahinter. Die Volatilität ist nichts anderes als eine Art Schwankungsbreite vom zugrunde liegenden Basistitel. Ich habe jetzt da drei Beispiele genommen, die gerade aktuell sind. Ich habe jetzt da einfach gedacht, wenn wir jetzt in Roche auf ein Jahr nehmen, mit dem Ausübungspreis von 100 und der Barriere, also das heißt, der darf auch nicht tiefer als die 75%, dann kommen wir 3,51% über. Da sehen wir es auch von den Novartis oder den Nestle. Also das sind sogenannte Einzel-Reverse-Convertible, wo einfach jetzt genau einen Ausübungspreis haben vom aktuellen Kurs und er dürfte einfach nicht tiefer als 25% fallen. Da sehen wir die Volatilität, sogenannte Schwankungsbreite von den Underlyings von diesen Basistiteln, die sind im Moment so zwischen 17, 15 und 20%, eher ein bisschen tief. Aber anhand von dieser Berechnung kann man dann sagen, dass das den Zinssatz gibt. Also in anderen Worten, je höher die Volatilität, desto höher wird der Zinssatz von so einem Reverse Convertible. Es ist relativ einfach, weil das sind ja die Schwankungsbreite und je höher natürlich die ist, desto höher kommt man auf den Zins über. Wenn man jetzt ein Multi-Barrier nimmt, also das heißt ein Reverse Convertible mit mehreren Basistiteln, wo ich jetzt als Beispiel genommen habe, dann gibt jetzt das zum Beispiel 5,5% auf die drei Blue Chips Titel, auch wieder ein Jahr, Ausübungspreis 100 und Barriere 75%. Da sehen wir nochmal in Klammern, wie es wäre, wenn man jetzt nur würde ein Jahr Emittent machen auf ein Single, also auf ein Single Nestlé, Novartis oder Roche
Wenn wir jetzt die drei zusammenfassen, dann würde der Preis etwa 5,5% sein. Also das heißt jetzt nicht, dass man einfach da zusammenzählen darf und dann kriegt man da über. Nein, es ist einfach eine Kalkulation von diesen drei Volatilitäten, die dann noch nicht in 5,5 resultieren. Ich kann sagen, dass mehrere Basistiteln natürlich den Zinssatz erhöht, aber auch natürlich das Risiko. Weil dann ist ja dann einer von diesen drei, wenn ein ausgeübt wird, nimmt man immer den schlechtesten. Das heißt, dass der Emittent, wo denn dir den schlechtesten Valor denn andient, also der schlechteste Firma. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Nestle gleich ist, aber der Novartis kein minus 30% und dann Roche vielleicht minus 10%, dann kommst du den Novartis über. Also du kommst immer den schlechtesten über. Drum, und das ist der dritte Punkt, relativ wichtig, das zu sehen. Wenn ich zum Beispiel so gewisse Reverse Convertible sehe, wo jetzt zum Beispiel einen Basistitel haben von einem Nestle und einem AMS, dann macht das keinen großen Sinn, weil der Nestle hat jetzt vielleicht eine Volatilität, die haben wir vorne gesehen, von 15%, aber ein AMS, wo jetzt schon 30% runtergefallen ist, das Jahr, der hat natürlich eine viel höhere Volatilität. Also kann man sicher sein, dass wenn der ausgeübt wird, bringt das also nicht mehr viel, wenn ein Nestle dabei ist. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass es immer Sinn macht, quasi ein Multi-Barrier zu machen, wo in etwa die gleichen Volatilitäten haben. Also man kann zum Beispiel ein AMS mit einem Meyer Burger oder mit einem anderen Titel zusammennehmen, wo eine hohe Volatilität hat. Dann hat man einfach ein riesiges Risiko und kommt dann vielleicht da 20% über. Kommen wir zu den Vorteilen und Nachteilen von einem Reverse Convertible. Der Vorteil ist ganz klar der attraktive Zinssatz im Moment, im derzeitigen Zinsumfeld. Ich meine, wir haben im Moment Minuszinsen, wo wollen wir noch gute Zinsen bekommen? Dementsprechend ist das ganze Marketing von diesen Banken auf die Reverse Convertible immer auf Bezug auf den gut attraktiven Zinssatz. Und wir hätten immer so quasi, sagt man, ja gut, wenn die Börsen mehr oder weniger seitwärts gehen oder leicht höher gehen oder nicht so tief runter, dann ist das sicher ein attraktiver Zinssatz. Man muss einfach immer wieder aufpassen, man hat immer Aktien, die halt dann mehr als 30% verlieren, eben so ein AMS oder jetzt natürlich ganz klar das Beispiel mit Credit Suisse, wo dann noch quasi aus dem attraktiven Zinssatz dann noch eher nicht ein Gewinn daraus resultiert. Was sicher auch als Vorteil muss genommen werden, ist die Auswahl von verschiedenen Multi-Reverse. Also, man kann ja heute Multi-Reverse nicht nur auf Aktien machen, man kann heute auf Rohstoff machen, auf Edelmetall, auf Devisen. Man kann das verbinden, man kann es kombinieren. Und darum ist das schon interessant, was da alles gibt im Moment. Und ich bin immer überrascht wieder, was wieder neue Sachen gibt, wo dann wieder die Leute fasziniert. Aber man muss einfach immer wieder sagen, zurückgreifen, es geht immer um den Zinssatz. Natürlich haben wir ein paar Nachteile, die ich euch zeigen will. Zuerst ist mal die Abhängigkeit vom Emittent, vor allem wenn es gerade um Geld und Brief geht. Da ist auch ganz noch wichtig, ich meine, wenn du natürlich jetzt einen kaufst, einen Reverse Convertible und fahrst und behaltest den bis zum Verfall, dann hast du vielleicht nicht das Geld und Brief Abhängigkeit, weil dann dir sagst, okay, ich kaufe und dann in einem Jahr tut es sich zurückzahlen. Aber wenn du an der Börse vielleicht den noch nicht verkaufen willst, dann ist manchmal die Spanne bis zu 1,5%. Und der ist ja dann nur ein Emittent, also eben zum Beispiel nur der Fonddoppel, der dann so einen Kurs stellt, wo es an der Börse ist. Das ist nicht zu unterschätzen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Die vorzeitige Rückzahlungen. Also das ist natürlich jetzt etwas, wo enorm aufgekommen ist. Und das ist im Termsheet auch vermerkt. Also das heißt, der Emittent hat die Möglichkeit, schon nach 3 Monaten nach Emission die Reverse Convertible zu künden. Und wieso macht er das? Weil es ist interessant für den Emittent bei Seitwärtsbewegungen oder leicht höheren Kursen. Wenn aber jetzt die Börse stark hochgeht, dann ist das nicht mehr interessant für den Emittent, weil dann geht der sogenannte Ausübungspreis ist zu weit weg vom aktuellen Preis. Also was macht der Emittent? Er tut das sofort künden. Und dann geht der Kundenberater zum Investor und sagt, sorry, wir haben jetzt den gekündigt, da kommt der Zinssatz über und die Rückzahlung. Aber der Emittent hat gerade wieder einen neuen emittiert, also einen neuen Reverse Convertible. Natürlich mit einem höheren Ausübungspreis. Und das ist ja genau dann der Sinn, dass man eine Art wieder genau das gleiche Produkt macht, für sogar vielleicht den gleichen Zinssatz, aber die Ausübungskonditionen, die Barriere ist alles viel höher gestellt.
Und dann macht er mit dem wieder genau gleich Instrument, ein Reverse Converter, auf ein Jahr, zwei Jahre, mit dem gleichen Basistitel, aber mit einem höheren Ausübungspreis. Und das ist natürlich der Punkt, dass die vorzeitige Rückzahlungen doch recht nur ein Vorteil ist für den Emittent, aber sicher ein klarer Nachteil für den Investor. Das heißt auch zum Beispiel früher noch, wo es das weniger gehabt, die Callable, hätte können ein Obli also ein Reverse Convertible vielleicht auf 104 oder auf 105%, also über 100 gehen. Aber das ist doch jetzt nicht mehr möglich, weil wenn der gekündigt wird, dann wird er ja immer zu 100% gekündigt. Also das heißt, auch wenn die Aktienmärkte hochgehen, dann kann der vielleicht höchstens auf 102, 103% und dann plötzlich wird der gekündigt, geht er eh wieder auf 100 runter. Wenn die Barriere vom Basistitel touchiert wird, und das haben wir jetzt vielleicht gerade als Beispiel gehabt vom Credit Suisse, dann passiert das aus dem Reverse Convertible eine Art, aus der, sagen wir, Obligation quasi noch eine Bewegung passiert wie vom Basistitel. Also dann haben wir zum Beispiel einen Kurs von, sagen wir, 60 oder 70% und der geht bis Endverfall immer so hoch und runter, je nachdem, wie sich die Aktie bewegt. Also wir hätten nicht mehr den sogenannten Bonus, wo ja, wenn die Barriere nicht touchiert wird, dass noch nicht der Reverse Convertible wieder auf 100% zurückgeht, wir hätten das nicht mehr. Nein, tut er sich so bewegen wie die Aktie. Und das ist natürlich auch ein echter Nachteil, eben im Moment, wo die Barriere touchiert ist, weil dann musst du ja quasi den Titel behalten bis am Endverfall. Gut, du könntest ihn doch immer verkaufen, aber dann verkaufst du ihn so mit 60 oder 70%, dann hast du 30% Verlust. Aber dann musst du ihn behalten und dann am Endverfall, je nachdem, wirst du noch ausgeübt und dann kommst du dann noch die, sagen wir mal, Credit Suisse dann einfach als Aktie über. Auch nicht zu unterschätzen ist, du kommst kein Dividende über. Also, obwohl du investierst über den Reverse Convertible in die Basistitel, hast du doch keinen Dividendenanspruch, weil ja du die Aktie erst bei Endverfall überkommst. Also, in dem ganzen Jahr, wenn dann die Aktie wieder Dividende zahlen, hast du keinen Anspruch. Was sind die Empfehlungen von meiner Seite für so Reverse Convertible? Der erste Punkt ist, ich würde mich nur immer auf einzelne Reverse Convertible konzentrieren. Also das heißt nur ein Basistitel. Das ist immer noch besser als ein Multi. Multi ist gemacht worden, dass der Zinssatz attraktiver ist. Aber wir haben ja gesehen im Beispiel, der Zinssatz ist vielleicht 1-2% höher. Dafür hast du ein Risiko auf 2-3 Basistitel. Es ist viel überschaubarer, wenn man jetzt immer wieder Reverse Convertible auf einen Titel macht. Also einen vielleicht auf Roche, einen vielleicht auf AMS. Und so weiter. Dann weißt du genau, wo dein Risiko ist, in dieser einen Aktie. Der Zinssatz, einfach das ist sehr schwierig zu erklären, aber das ist nicht alles. Der Zinssatz ist nicht etwas, wo man jetzt müsst immer nur schauen müsste, sondern man muss auch ein bisschen auf die Volatilität vom Basistitel schauen. Und das sind eben sehr interessante Sachen bei einem Reverse Convertible. Weil wenn der Basistitel runtergeht, also der Aktienkurs, dann tut sich die Volatilität erhöhen. Und wir haben ja gesagt, je höher die Volatilität, desto höher ist der Zinssatz. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Nestle oder ein Credit Suisse relativ stark sinkt, dann ist es noch interessant, quasi ein neues Reverse Convertible zu machen, weil dann hast du viel höhere Volatilität und dann kannst du den gut kaufen, den Reverse Convertible auf dem Credit Suisse. Also das ist auch noch etwas, was ich wichtig finde. Nicht der Zinssatz, sondern eben die Volatilität. Was ich auch noch recht toll finde, ist, die meisten Investoren gehen über die Emission. Also das heißt, die machen mit bei der Emission zu 100% und warten vielleicht bis zum Verkauf wieder bei der Rückzahlung bei 100%. Was mir aufgefallen ist, bei der Emission, die ist vielleicht 100% und am nächsten Tag oder vielleicht die nächste Woche geht er gerade auf 99% runter. Wir müssen da mal ein bisschen verfolgen für die Reverse Convertible, die an den SIX gehandelt sind. Das ist auch der Grund, dass eben dort eine Art die Kommission, wo man eine Art am Emittent zahlt hat, dass die eine Art noch nicht kompensiert wird und der Kurs geht vielleicht gerade auf 99 oder 98% ab. Dann ist natürlich dann auch interessant, wenn man dann den an den SIX würde kaufen, also über die SIX. Natürlich hat man dort auch wieder vielleicht Kommissionszahlen, aber das ist vielleicht immer noch weniger, denn, als dass man dann gerade bei der Emission mitmachen würde. Also
Es hat sehr viel große Auswahl bei den SIGs und bei Nachfrage kann ich auch Empfehlungen abgeben, welche Reverse Convertible sicher interessant wären. Es ist auch interessant, um die zu vergleichen. Was gibt es jetzt für Alternativen? Weil wenn ich jetzt schon sage, der Reverse Convertible ist vielleicht nicht so das Ding, also jetzt gerade nicht für mich, aber was gäbe es Möglichkeiten? Und da kommt jetzt vielleicht genau das, was ich ja mache, also als Optionshändler oder als Optionsspezialist, dass man eben den Reverse Convertible selber macht. Das heißt, man geht nicht mehr das kaufen als Reverse Convertible, sondern man geht dann auch direkt Put-Optionen an der Eurex verkaufen, auf den Basistitel. Weil das ist ja prinzipiell genau das Gleiche. Also, man geht nicht da investieren, wo man da an der Bank oder im Emittent das Geld gibt, sondern man tut das selber machen, weil man ja sagt, okay, die Möglichkeit, dass man den Basistitel übernehmen muss, der ist auch gegeben, wenn man eine Put-Option verkaufen will. Also, es ist genau das Gleiche wie ein Reverse Convertible. Tun wir nochmal alles zusammenfassen. Ein Reverse Convertible ist ein Marketingprodukt der Banken. Es ist eine interessante Sache bei Seitwärtsbewegungen. Zinsgestaltung, also wie der Zins kommt, ist immer anhand von der Volatilität vom Basistitel. Ich kann immer sagen, je höher die Volatilität, je höher der Zinssatz, ich könnte auch noch sagen, je höher das Risiko. Es ist ja klar, also je höher man über etwas überkommt, desto höher ist das Risiko. Der Reverse Convertible ist aber immer vom Emittent kündbar. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, etwas zu gewinnen aus dem Reverse Convertible, sondern man muss dann wahrscheinlich gezwungenermaßen wieder ein neues machen, eben mit neuen Bedingungen. Als Empfehlung, ich würde immer ein Single Reverse Convertible machen, also für einen Basistitel und alternativ immer den Verkauf von einer Put-Option auf den Basistitel. Das wäre, würde ich jetzt zum Beispiel machen. Kurz zu mir, mein Name ist Marc Stähli, Trading on the Edges, mit 30 Jahren Börserfahrung, Spezialgebiet eben Traded Options. Und ihr seht ja, dass ich andere Videos, Lernvideos habe. Und wenn ich offeriere, sind die Zoom-Coaching, eine Stunde für Einzel- oder Gruppen, wo ich doch auch mal ein bisschen erkläre, wie das mit den ganzen Optionen geht, Strategien, Online-Broker, all die Möglichkeiten. Auf eurer Seite ist interessant, wenn ihr Ideen oder Kommentare habt. Da habt ihr das E-Mail. Nun ja, so wünsche ich euch einen guten Tag noch und ich hoffe, dass ihr da etwas lernen könnt daraus. Alles Gute, tschüss.